siehst, dass die Betreuerin sich rausreden wird. Eben, dass sie sagen kann, sie hat alles in dem im Namen halt der Betreuten gemacht. Oder vielleicht sogar sagen wird, dass sie selbst benutzt jetzt wurde. Oder sich auf die Krankenakte dann plötzlich bezieht. Dadurch, dass die Betreute die ganze Zeit ja schon als unglaubhaft hingestellt wurde, kann sie dann im Nachhinein nicht mehr viel bewirken, hieß es. Also dann aufzuzeigen, dass das Ganze durch die Betreuerin kam, wird umso schwieriger. Für mich ist es natürlich jetzt auch schwierig, weil ich immerhin weitergemobbt werde. Mit jedem Schritt, den ich tat, die Beschwerden, die ich eingereicht hatte, extra keine Anzeigen, sondern Beschwerden, um die Betreute zu schützen, gingen mir zu Lasten. Mich haben mittlerweile einige Menschen kontaktiert, die Sorge haben, wie weit das Spiel mit mir getrieben wird, die auch mir zum Schutz vor dieser Betreuerin dringend angeraten hatten und mir aber auch berichtet haben, was ihnen in der Hinsicht passiert ist und wie weit das dann da ging. Für mich ist es mittlerweile wirklich so weit, ich gehe nur noch ans Telefon, wenn ich weiß, wer dran ist. Ich habe zusätzliche Schlösser an der Tür. Ich gehe auch nur an die Tür, wenn ich weiß, wer kommt. Ich bin ständig dabei, wieder neue Beweise rauszusuchen und alles neu belegen zu können, weil ich, wie gesagt, eine Prüfung nach der anderen bekomme. Viele Unterstellungen, Sachen, wo sich teilweise das Amt auch verraten hatte, dass sie halt geimpft wurden. Nur das nützt ja nichts, deswegen muss ich trotzdem jetzt dann belegen, dass es alles so nicht stimmt. Also es wird wirklich systematisch daran gearbeitet, mein Leben zu zerstören, so wie aber auch das der Betreuten. Weshalb ja dieser komplette Keil reingemacht wurde, weshalb ja die Betreute ein komplett neues Umfeld aufbauen sollte, neue Ärzte, alles neu, damit keiner weiß, was stimmt, damit keiner sich auf die Krankenakten beziehen kann, keiner auf die ganzen Belege und Beweise, was die Betreute vorher unternommen hatte, gegen diese Betreuerin. Dieses Isolieren hat hervorragend geklappt, weshalb, wie gesagt, auch alles andere, so wie auch eben die Tiere, alles, was irgendeine Verbindung zu irgendeinem Menschen aus dem Vorumfeld zu tun hatte, aufgelöst werden musste. Ja, und die Betreute handelt hörig. Bewirbt sich auf Stellen, die die Betreuerin vorgibt, statt das, was sie wollte. Unabhängig davon, dass sie genau diese Jobs gar nicht darf, schon seit der Jugend her. Es psychologische Gutachten dafür gibt. Genauso ein aktuelles Gesundheitsgutachten, was erstellt wurde aufgrund dessen, dass sie betreute, immer wieder in allen Branchen sofort gekündigt wurde, aufgrund inadäquaten Verhaltens mit dem Chefs, Mitarbeitern, Klauen am Arbeitsplatz, zu langsam sein, keine Konzentration. Überall wird jetzt behauptet, dass diese ganzen Sachen alle nur mit mir zu tun haben. Ich weiß nicht, wo ich damit irgendwas zu tun haben kann, aber gut. Die Betreute wünschte sogar von mir, dass ich mich einsetze, dass man dieses Gutachten erneuert. Was ich versuchte, die Aussage der Betreuerin war nur, da kann man nichts machen, das Gutachten ist halt so. Ja, also es ist überall deutlich, Betreuerin tat nie etwas, aber schiebt mir jetzt alles in die Schuhe. Und die Auswirkungen sind für beide Seiten massiv. Sie sei wohl auch nicht die erste Frau, die sie so isolierte von Umfeld und der Familie. Und das Schlimme ist, dass eben Frauenhäuser überfüllt sind, wahre Opfer nicht annehmen und hier Menschen untergebracht werden, die es nicht bedürfen, nur damit man sie isoliert und weiterhin gut kontrollieren kann. Alles mit dem Leben der Betreuten zu tun hat, versucht die Betreuerin jetzt rückgängig zu machen, ohne sich erstmal ein Bild davon zu machen, was es bedeutet. Auch, dass die Person zum Beispiel den Pflegegrad 3 hat, wird wohl einen Grund haben. Der MDK, der sich mit der Betreuten unterhielt, wird wohl einen Grund haben. Und die Betreute hat sich auch nicht grundlos an den Hausarzt gewendet und um Hilfe gebeten, beim Sozialgericht Beschwerde eingereicht, als sie nicht die Prozente erhielt, die ihr zustünden. Alles soll jetzt von mir kommen, weshalb die Betreuerin all das aberkennen lässt. Die Auswirkungen sind massiv, weil damit fällt auch der Kündigungsschutz weg und vieles mehr. Und das ist ihr alles nicht bewusst. So ein Mensch darf einfach nicht über andere Menschenleben entscheiden. Sie kann nicht ankommen und behaupten, es werden Gelder einbehalten. Die 30 Euro der Betreuten liegen noch immer zu Hause. Obwohl sie massig Schulden auch bei mir hat, obwohl sie keine Miete mehr zahlt, keine Versicherung, obwohl mir mein Bankkonto mit meinem ganzen Geld geklaut wurde, liegt das Geld noch hier. Die Post liegt verschlossen hier.
ganze Post, massig, liegt alles verschlossen hier. Interessant finde ich, dass selbst Rechtsanwälte einem schreiben, dass sie, also sie haben sich die Akte durchgelesen und dass sie aber bei solchen Opfersituationen, so haben sie es selbst betitelt, nicht tätig werden können. Also es ist für jeden offensichtlich, dass hier psychischer, seelisches Mobbing passiert, dass hier Missbrauch passiert, eben diese ganzen Verleumdungen, Nötigungen und so weiter. Es gibt zwei Theorien, die ich auch mit ansprechen möchte. Warum hat sie von Anfang an die Betreute schlecht und klein geredet? Auch das, wie gesagt, alles schriftlich da, ist alles vorhanden. Warum hat sie sich gegen ihr Leben geredet? Warum hat sie gegen ihre Wünsche geredet? Warum gegen dieses Zusammenleben? Vor allem insbesondere, als die Betreute meinte, dass sie halt diese heiraten möchte. Ist sie homophob? Hat sie ein Problem mit dieser Art Zusammenleben? Oder warum versucht man vehement mit allen Mitteln so dagegen vorzugehen? Und nachdem, wie gesagt, von alleine der Auszug nicht gewünscht war und die Unterbringung, obwohl es um Behindertenpflege ging, was ja auch schon mal wieder zeigt, wie hinterhältig, so wie die Betreute selbst sagte, das Handeln ist, nicht funktionierte. Dass man dann Gutachten abändern lässt, die genau das bewirken, worum es die ganze Zeit ging. Punkt 2. Die Betreute hat mitgeteilt, dass sie ihre Betreuungsakte politisch freigibt. Dass sie als Fallbeispiel zeigen möchte, Betreuung so nicht funktioniert, dass eine Betreuung auf die Art nicht sein kann. Auch, dass im Endeffekt ein Anwalt nicht der richtige Ansprechpartner ist in Form der Betreuung, wenn der Hauptpunkt die psychische Erkrankung ist. Und der Hauptpunkt darum ist, eben diesen Menschen deswegen in diesen Punkten zu betreuen und zu begleiten. Was die Betreuerin ja sowieso ablehnte. Und als dann noch klar wurde, dass ich mich eben um diese Gesetzesänderung bemühe, dass ich aktiv dran arbeite, ich habe sie sogar auch noch gefragt, ob sie Erfahrungen mitteilen möchte. Danach kam dann plötzlich das mit dem abgeänderten Gutachten und so weiter. Jedenfalls brauche ich Schutz, weil jeder Angst hat vor den nächsten Aktionen. Was mich selbst betrifft, das habe ich jetzt nicht so ausführlich gemacht, weil das alles, wie gesagt, mehr auch über Behörden und Ämter geht, außer die ganzen Verleumdungen gegen mich. Die Sachen über die Ämter und Behörden, das möchte ich jetzt nicht so detailliert anbringen. Aber ich habe Angst vor den nächsten Aktionen dieser Art. Und dass noch mehr kommt, dass sie irgendwo auch ein Schlupfloch findet. Ich meine, sie hat mir jetzt hier schon alles genommen. Man untersagt mir auch jede Art von Hilfe und Unterstützung, auch finanziell. Gleichzeitig braucht die Betreute Hilfe. Zumal sie es, wie gesagt, jetzt gar nicht erkennt, was passiert. Ihr das Ausmaß gar nicht bewusst ist. Ja, im Endeffekt alles in ihrem Namen passiert. Und damit die 100% Schuld sozusagen auch auf sie zurückfallen wird.